ist die ganze Zeit Regen angesagt, es kommt kein Regen, ist richtig geil. Wir hatten noch diesen Stock hier eingepackt, diesen Bambusstock, kann man richtig schön halten. Klasse, einfach nur klasse. Oh, oh Gott, ich hasse mein Leben. Power Glamping. Schöner Strauß. Wo sind wir bei 110? Wow, Leute, 110, das ist mein Stichpunkt, ein Umrührwerkzeug zu holen. Man könnte einen Deckel auf eine Pfanne machen. Man hätte genau das Gleiche. Sie hat aufgehört zu paddeln jetzt. Oh Gott, ich sterbe. Wir haben hier eine Testschnecke, die hat Lukas auf den Boden geworfen. Das ist kein Kardamom da drauf. Ah! Oh nein! Lass ihn mal. Jetzt wird tätowiert. Ach du Scheiße, sehe ich fertig aus. Es ist 6 Uhr. Wir mussten relativ früh ins Bett gestern. Weil wir eine ziemlich lange Strecke vor uns haben heute. Zu paddeln, deswegen. Wir müssen auch noch einkaufen zwischendurch. Und wir wollen einen guten Platz bekommen. Und weil es hier irgendwie so komisch voll ist, Schweden, das ist für eine Scheiße, stehen wir heute früher auf. Klar, toller Urlaub. Macht Urlaub, um 6 aufzustehen. Naja, ich mache jetzt die anderen wach. Das war anstrengend. Wir sind alle wach. Mach jetzt Feuer. Es geht direkt ins Kronenschlag. Wir müssen durch diesen umgefallenen Baum. Wir sind auf so einem kleinen Fluss. Wir müssen da durch diese Höhle. Kann ich leider nicht filmen, weil ich muss lenken. Ah, mein Hut! Dann wird es jetzt so 12:45 sein. Nochmal als kleine Info für den Chat. Also wir haben jetzt von unseren 25 Kilometer oder so, die wir heute machen wollen, haben wir jetzt so 8 geschafft. Das heißt, ja, ich habe gerade so geguckt, 14 müssen wir noch. 14 plus 8 wären 22, ne? Jetzt fahren wir hier auf so einen komischen Flussgedöns. Immer mal so kleinere Teiche wie das hier. Und dann sind wir gleich wieder auf dem See. Und dann müssen wir nochmal umtragen. Und dann sind wir wieder auf dem See. Und da würden wir gerne campen. Vermutlich wird der Spot aber besetzt sein. Und dann müssen wir mal gucken. Dann ist das Kessel. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich finde es okay, wenn er besetzt ist. Ja? Dann gehen wir auf den Stein. Du bereitest dich also einfach mental darauf vor. Ja. Okay. Für den Chat auch nochmal. Wir haben jetzt gerade ein bisschen eingekauft. Gerade im Supermarkt mit unseren Karren und haben ein bisschen eingekauft und haben auch eine Tiefkühlpizza und gefrorene Gitterkartoffeln gekauft für den ultimativen Outdoor-Ofentest. Wir wollen ja diesen Outdoor-Ofen weiter testen. Das heißt, wir werden nachher einfach so richtig asozial in der Wildnis versuchen, ja, quasi Pommes und Pizza zu backen. Instant Pizza. Wir machen natürlich auch noch weiter hier Cinnamon Rolls, wollen wir morgen noch machen. Wahrscheinlich noch mal einen Kuchen mit Beeren drin, Kardamombrötchen, mal sehen. Aber heute erstmal asozial testen, weil wir wollen ja den Ofen komplett testen. Alles, was man so im Ofen backen kann, ne? Also so den ultimativen Test. Wer das sehen wollt, dann müsst ihr weiter in diesem Video dranbleiben oder es gibt ein anderes Video mit dem ultimativen Ofentest.
Schreibt in die Kommentare, was würdet ihr noch in den Ofen tun? Hallo. Das Einzige, was ein Pferd am Leben hält. Die Chips und Blaubeerjoghurt. Das ist alles, was man braucht. Kohlenhydrate, Fett, Milch, Salz, Fett, Zucker. Gehen wir noch einen zweiten. Trink aus, er kriegt uns nicht. Er hat keine Kraft mehr. Er ist jetzt schwach. Er hat seinen Superdrang abgegeben. Nein. Ich brauch meinen Joghurt nicht. Das muss meine Banane. Nein. Fahre, das ist unser Joghurt. Nick, auf zu essen. Nick, mach Lenkmode wieder an. Lilly hat den Joghurt gleich aufgegessen. Yum, yum, yum. Der Blaubeerräuber kommt. Er will seinen Joghurt zurück. Genau. Das ist meiner. Noch ist es Leos. Nee. Ich schulde ihm Geld. Hör auf. Gut. Mehr hab ich doch nicht. Du hast doch noch Chips. Ja, aber ich brauch den Joghurt. Die Energie ist schneller da. Gib mir eine Handvoll Chips, dann kriegst du den Joghurt. Ja? Ich hör auf zu ballern für eine Handvoll Chips. Lass mich erst sehen, ob der Joghurt noch lebt. Zeig ihn, Lilly. Zeig ihn. Jetzt, sie hat aufgehört zu paddeln, jetzt. Ja. Ich muss lenken, paddel dort. Nein, sie haben uns. Okay, ist okay. Wir geben euch den Joghurt. Ich hab ihn euch verdient. Übergib die Geisel. Oh Gott. Hey. Lukas zieht. Er hat nicht gesehen, dass ich die Chips geklaut habe. Also jetzt kommt noch, durch den See sind sie jetzt ungefähr 2,5-3 Kilometer. Die Kamera jetzt mal wieder aus, hier nochmal der See, über den wir jetzt drüber fahren. Der ist riesig. Und voller Häuser. Naja. Bis dann. Wir sind mittlerweile bei Kilometer 22. Paddel! Wechsel. Mach ich doch, ich paddel doch. Achso, Wechsel. Mittlerweile bei Kilometer 22. Auf einem großen, langen See. Mitten drauf ist relativ wellig. Es fehlen zwei Boote von uns. Und gekentert. Nicht gekentert. Ein Boot ist sehr weit weg, weil die haben einen anderen Spot, wo wir campen können, ausgecheckt. So eine Campinghütte quasi. Aber die ist natürlich besetzt. Jetzt fahren wir zu einer Insel, wo wir ursprünglich sogar hin wollten. Wo wir vor 5 Jahren auch schon mal waren. Und meiner Meinung nach ist die auch besetzt um die Zeit. Aber wir werden sehen.
Es ist halt relativ anstrengend gerade, weil es ist todester Wind. Wir sind da und wie zu erwarten, sind hier Menschen. Leo, Tobi, wartet mal. Jetzt müssen wir mal umplanen, was wir machen. Mal sehen, ist erst 3 oder halb 4. Leute, wir wollten eigentlich da hinten hin. Da ist diese Insel. Jetzt haben Lilly und ich hier mal ein bisschen gekundschaftet und haben diesen gigantischen Stein hier gefunden. Wir sind hier in einem riesen Fels. Und das ist sehr, sehr wild. Alles, also nicht super wild. Wir sind hier oben, ist schon so ein bisschen platt getreten. Hier ist tatsächlich sogar schon eine Feuerstelle, die gar nicht so alt ist. Es ist jetzt irgendwie so 8 rum, glaube ich. Wir fangen jetzt an, langsam endlich mal zu kochen. Wir haben gerade noch ein bisschen unseren Outdoor-Ofen ausprobiert. Ja, hier bleiben wir jetzt morgen auch. Das heißt, hier machen wir jetzt einen Tag frei. Da liegen Kanus, schick. Schöner Sonnenuntergangshimmel. Zelten so ein bisschen hier in der Gegend. Joa. Morgen wahrscheinlich ein bisschen angeln. Vielleicht probiere ich nicht mal den Kite aus. Ich habe richtig Bock, mit dem Kanu zu kiten. Wird langsam kalt. Ich glaube, wir haben bald nur noch so 12, 13 Grad oder so. Also T-Shirt ist ultra frisch. Ah, und hier haben wir mein Lieblingsinsekt. Ich weiß nicht, ob man sie erkennt. Die kleine Gnitze. Hier noch eine. Ah, Gnitzen. Schlimmer als Mücken. 1000-mal schlimmer als Mücken. Naja. Krass. Diese Kamera macht einfach Sachen so hell. Heftig. Es ist jetzt irgendwie 11:30. Der Himmel sieht so aus. Heftig. Ich habe noch ein paar Köderfische gefangen gerade. Und noch ein bisschen auf Riesenbarsch geangelt damit. Einen toten Köderfisch. Hat nicht geklappt. Dann noch einen Köderfisch in die Reuse gepackt. Und hier gibt es Krebse. Wir haben jetzt schon 3 Krebse gesehen, gerade mit der Taschenlampe. Also, morgen früh gibt es wirklich Krebse. Super Reus. Oh, ja, sind jetzt aber auch schon alle schlafen gegangen. Ich gehe jetzt auch schlafen. Wir haben 8 Grad oder so. Es ist wirklich frostig. Gucken, ob ich noch was leuchten kann im Wasser. Wenn man den Fisch da sieht. Gute Nacht, bis morgen.